entsprechend überwiesen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 3438. Realistische Erfassung von Sicherheitsproblemen, Reform der Datenerfassung und Auswertung der zentralen Informationsstelle Sporteinsätze CIS. Ich eröffne die Beratung. Für die antragstellende Fraktion hat jetzt der Kollege Herrmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Stream. Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. Verurteilungen sind nur ein Beleg dafür, wie gut die Beweisführung der Täterschaft gelungen ist. Diese Aussage unseres Innenministers über die Nutzung der CIS-Daten zeugt von einem sehr gewagten Rechtsverständnis. Herr Minister Jäger, es soll auch Fälle geben, in denen sich der angebliche Tatverdacht in Luft auflöst oder aber das Gericht die tatsächliche und rechtliche Lage ganz anders einschätzt. Und lassen Sie mich auch an Ihre Lateinstunde von gestern anknüpfen. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, muss auch im Kontext der Sicherheitslage rund um Fußballspiele endlich wieder Geltung verschafft werden. Denn derzeit finden massive Grundrechtsverletzungen rund um Fußballspiele statt. Da stehen An- und Abfahrtswege und ganze Blöcke im Stadion unter Videodauerbeobachtung. Da wird Software zur Verhaltenserkennung von Fußballfans getestet. Da werden Sonderzüge oder Busse zur Feststellung der Personalien aller Reisenden stundenlang festgehalten. Begründet wird diese hundert- und tausendfache Verletzung der Bürgerrechte immer wieder mit den CIS-Jahresberichten. Diese Jahresberichte tragen die Innenminister der Länder wie eine Monstranz vor sich her. Sie verschanzen sich hinter dieser Statistik, die belegen soll, dass es Jahr für Jahr mehr Ausschreitungen und Gewalttaten im Umfeld von Fußballspielen gäbe. Unser Eindruck nach Spielbesuchen und nach vielen Treffen und Gesprächen mit Fans ist ein anderer. Am 7. März dieses Jahres fand anlässlich der Debatte über Gewalt im Fußball eine öffentliche Anhörung hier im Landtag statt. Die Experten kritisierten die skandalisierende Rolle der Politik deutlich und forderten eine Versachlichung der Debatte. Man kann verstehen, dass der Fußball auch für Innenpolitiker wichtig ist. Er ist für alle Politiker eine ausgezeichnete Bühne. Deshalb werden ja Sportereignisse wie selbstverständlich von Spitzenpolitikern besucht. Aber in den letzten Jahren haben Innenpolitiker mit ihrer aufgeheizten Rhetorik dem Sport doch sehr geschadet. Und leider wurden sie medial mit Artikeln wie Fußball, Polizeistatistik zeigt enorme Zunahme von Fangewalt oder CIS-Zahlen, mehr Gewalt, Verletzte und Polizei proaktiv begleitet. Die Fans haben reagiert und gegen diese Kriminalisierung und die pauschale Vorverurteilung durch die Politik und gegen immer härtere Überwachungs- und Verfolgungsmaßnahmen protestiert. Innerhalb weniger Tage haben mehr als 70.000 Fans die Ich-fühl-mich-sicher.de-Kampagne unterstützt. Die von den Ultras angestoßene Kampagne 12.12, ohne Stimme keine Stimmung, hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. 15 Minuten lang herrschte Stille in den Stadien. Eine gespenstische Demonstration war das. Doch neben den Protesten ist auch das Misstrauen gegenüber der Politik noch mehr gewachsen. Die Fans verschließen sich und werden damit noch schwieriger erreichbar. Das ist nicht gut, aber verständlich und wird den Fanprojekten noch viel Arbeit machen. Wir haben seit September letzten Jahres versucht, diese neue Mauer des Misstrauens zu durchbrechen und treffen uns seitdem regelmäßig mit den Fans und hören dabei immer wieder, wie stark die Gewalt in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Und ehe jetzt Herr Hegemann, den ich gerade nicht sehe, oder Herr Lohn aufschreit, natürlich gibt es auch Gewalt bei Stadionbesuchen, so wie es Gewalt überall in der Gesellschaft gibt. Die muss auch verfolgt werden. Vielleicht hört er gar nicht zu. Das mag ja auch sein. Aber wir brauchen verlässliche und wissenschaftliche Erkenntnisse über das Ausmaß, die Struktur und Entwicklung der Sachlage. Und nur wenn wir diese haben, können geeignete, präventive und sonstige Maßnahmen eingeleitet werden. Und nur bei richtiger Einschätzung der Gewaltsituation kann auch der polizeiliche Aufwand an Personal und Material richtig eingeschätzt werden und möglicherweise auch reduziert werden. Die CIS-Statistik liefert all diese Daten nicht. Stattdessen werden unschuldige, also nicht durch ein Gericht verurteilte Fans erfasst und erhalten bundesweite Stadionverbote. Unschuldige Fans dürfen aber nicht in die CIS-Statistik und dürfen nicht als Sicherheitsproblem dort auftauchen und schon gar nicht dürfen sie in der Datei gewalttäter Sport beim BKA erfasst werden. In dubio pro reo muss auch für die Erfassung und Verwertung der persönlichen Daten der Fans gelten. Mit unserem Antrag zur Reform der CIS-Statistiken
wollen wir an Ihre aller Vernunft appellieren, an die Vernunft, dass eine Statistik, auf deren Grundlage viele, teils grundrechtsrelevante Entscheidungen getroffen werden, auch ein wissenschaftliches Fundament braucht. Wir fordern eine unpolitische Statistik für die Sicherheitsanalyse rund um Fußballspiele. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion ist der Redner Herr